Moin, so. Wir haben geschlafen, ist jetzt irgendwie 10 Uhr. Und ja, jetzt kann ich euch mal zeigen, wo wir hier übernachtet haben. Wir sind hier an diesem Felsen, den wir ja von der anderen Seite auch gesehen haben. Und ja, der Helmut hat hier geschlafen. So, und ich und Naturin, wir haben hier gepennt. Naturinier, ich da drüben. Ja, gut. Jetzt machen wir gerade was zu essen erstmal. Und ich war schon eben oben zum Gipfelkreuz hoch. Da werde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal hochgehen und kurz mit der Drohne fliegen. Ja, da seht ihr das dann auch nochmal von oben. Essen ist fertig. Sehr gut. Dankeschön. Ja, dann müssen wir noch mal Nudeln kochen. Ja, und der behinderte Kanzler hat alles vermasselt. Genau. Er wollte sich nämlich gerade hier mit seinem Topf da hinsetzen und dann hat er so einen halben Abflug gemacht und sein Essen liegt jetzt hier. Na, für die Tiere. Hast mitgedacht für die Tiere. Freuen sich, ja. Ja, ist doch gut. So, also nochmal. Und er sagt dann noch genau vorher, es ist noch Soße da. Ja. Wir gehen jetzt da hinten, hinter mir irgendwo, das sieht man gar nicht durch die Bäume durch, oben auf den Felsen rauf, zum Gipfelkreuz. Hier auf der Spitze drauf. So, wir sind hier oben auf dem Gipfelkreuz. Auf dem Gipfelkreuz, nee, am Gipfelkreuz, da hinten ist es. Ja,
höchste Stelle von dem Felsen hier oder von dem Berg. Glaube ich, der Eichelberg oder so hieß der. Und weiß nicht, ob man sieht, da hinten ganz irgendwo, ich glaube, ich kann es auch nicht erkennen auf der Kamera. Irgendwo da, nee, da, da, irgendwo da auf jeden Fall ist die Burgruine Drachenfels, wo wir letzte Nacht waren. Ja. So. Ja, wir wollen jetzt wieder runter, dann die Sachen zusammenpacken und dann geht's weiter Richtung Dahn wollen wir jetzt erstmal. Ja. Das ist irgendwo da hinten hinter. Los geht's. Sachen jetzt zusammengepackt, wo wir geschlafen haben. Florian ist auch fertig und Helmut schleppt schon seine ersten Sachen runter. Das müssen sie jetzt auch. Da unten ist schon gleich der Weg, also zum Glück ist er noch nicht so weit. Und ja, auf geht's, schleppen. Geschafft. Ja. So, wir sind in Dahn angekommen. Hier gibt es gerade Toiletten. Die sind öffentlich, das ist ganz gut. Und da unten ist ein Edeka, da werden wir jetzt gleich mal was einkaufen. Und dann gehen wir hier zum Bahnhof. Das machen wir jetzt erstmal. Ja, so, wir haben was gegessen, also eingekauft und was gegessen. Jetzt stehen wir an der Bushaltestelle in Dahn und ja, warten auf den Bus, der sollte aber irgendwie in 5 Minuten wohl kommen. Und dann geht's Richtung Mannheim. Also erstmal einen anderen Ort. Dort gibt's einen Bahnhof, dann nehmen wir den Zug. Jo. Und dann suchen wir einen Wildcampplatz. So, wir sind in Pirmasens am Bahnhof. Da sitzen jetzt auch schon im Zug. Und fahren von hier aus jetzt weiter, ich glaube, noch Kaiserslautern, genau, so heißt das. Ja, da müssen wir nochmal umsteigen und dann gehen wir Döner kaufen. So, und dann kommt die Suche nach dem Wildcampplatz und dann schauen wir mal weiter. So, wir sind im Rewe gewesen, haben eingekauft. Ja, also hier in Mannheim. Wir laufen jetzt direkt runter an den Rhein und ja, Helmut ist auch hier, der fährt noch mit dem Fahrrad einen kleinen Umweg, der besorgt noch 3 Döner. Und dann treffen wir den am Rhein direkt gleich wieder. Der Turin trinkt Suppe und ja, dann geht's los. Oh, die kommt die Suppe auch unten wieder raus, so wie sich das anhört.
Gleichzeitig. Schön mit Rotlicht hier. Ja, wir haben Döner gegessen. Er war auch ja, mittelmäßig irgendwie. Den kann man essen. Jetzt haben wir gerade hier auf der Suche nach einem Wildcampplatz. Ist jetzt irgendwie gerade der Wagen von der Tourin so ein bisschen zusammengebrochen. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, ist so dunkel. Aber da müssen wir jetzt erstmal wieder richten eben. Und dann geht die Suche weiter. Wir haben wohl eine Unterkunft gefunden. Das ist so eine komische, ja, so ein Dach halt mit vier Stützen. Ähnlich wie so eine leichte Schutzhütte. Und ja, bauen hier jetzt gleich mal unser Lager auf. Ja, Helmut ist jetzt noch da, der muss aber auch nach Hause jetzt. Ja, ich finde, das ist ein angenehmer Abend. Ja, eine geile Tour. Auf jeden Fall, war richtig gut. Ja. Wiederholen. Ja. Machen wir. Ja. Auf jeden Fall, das wiederholen wir. Kommt mit nach Hause, mein Arsch. Ja. Koordinator. Jo. Es war für ihre Crew gewesen. Jo. Gut. Und, die Feueraktion. Ja. Die bleibt daheim. So, er muss auf jeden Fall los jetzt. Wir bauen jetzt unser Schlafplatz auf und mal gucken. Vielleicht kriege ich noch ein Bier oder so. Oder Bier. Oder zwei. Ja, ja. Seid ihr versorgt. Ja, ja. Gut, wir bauen erstmal auf jetzt. Ja, so. Wir haben soweit unser Lager aufgebaut. Ich habe hier hinter mir meine Hängematte. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Natururin sitzt genau vor mir. Da. Da ist er. Und ja, der schläft hier. Auf dem Fußboden. Ja, wie man hört, hier ist direkt eine Hauptstraße, sag ich mal, direkt daneben, also die Helmut-Kohl-Straße. Und da hinten halt auch das Schloss. Wir sind im Schlosspark hier gerade. Weil unser Zugticket für morgen, das geht schon ziemlich früh, um 6 Uhr noch was. Und von hier aus sind es ungefähr 15 Minuten bis zum Bahnhof. Das ist dann das super. Ja. Deswegen werden wir halt heute hier schlafen und dass wir dann morgen früh schön den Zug dort nehmen. Da bin ich auch mal gespannt. Wir müssen, glaube ich, dreimal umsteigen oder so. Aber das macht ja nichts. Heute sind wir, glaube ich, wie oft sind wir heute umgestiegen? Warte, wir sind mit einem Bus, zwei, drei, viermal sind wir umgestiegen, um hierher zu kommen, von da hinten, wo wir auch immer waren, in diesem komischen Ort, Dorf. Naja. Jo. Wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen, ist ja noch gar nicht ganz so spät, und ja, trinken ein Bier. Ein Warsteiner habe ich hier gerade. Warsteiner. Ja. Und ja, dann gehen wir auch bald irgendwann pennen. Guten Morgen. So, ja, wir sind aufgestanden, sind auch gerade schon am Sachen zusammenpacken hier, Hängematte und Isomatte noch. Die Marine ist ja auch schon fast fertig und ja, es ist jetzt irgendwie, ja, kurz vor 6
Jetzt gleich zum Bahnhof hinlaufen und Kaffee kaufen. Und dann kommt halt unser Zug auch schon. Was lachst du? Wir sind im ICE drin. Fahren jetzt nach Hildesheim, so hieß das genau. Das sind ungefähr 3 Stunden Fahrt. Mal gucken, wir haben hier 2 ganz gute Sitzplätze gekriegt. Direkt da haben wir unser Gepäck stehen. Und hier haben wir dann die Sitze. Da steht bis jetzt nichts dran, dass die reserviert sind. An den anderen steht schon überall was dran. Nur bei unseren beiden hier nicht. Also das wäre ganz, das wäre perfekt eigentlich, wenn das so bleibt. 3 Stunden geht die Fahrt ungefähr, wie gesagt, dann sind wir in Hildesheim. Da müssen wir umsteigen, dann fahren wir nach Hannover und von Hannover nach Bremen. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt einfach Netflix gucken. Ja, so. Wir sind in Bremen angekommen. Die Zugfahrt war eigentlich ganz okay. Wir hatten immer Plätze und es ging eigentlich ganz gut. Überall Anschluss gekriegt. Ja, sind jetzt hier angekommen. Ich muss in 10 Minuten den nächsten Zug nehmen nach Bremen Nord. Und du mit der Straßenbahn. Ja, Straßenbahn. Alle 10 Minuten kommt er. Genau. Ja. Gut, dann war eine gute Tour. Auf jeden Fall. Ja. Muss wiederholt werden. Wiederholt auf jeden Fall. Genau. So, ja, dann versuche ich mal meinen Zug zu kriegen jetzt. So, nun bin ich auch zu Hause angekommen. Naja, noch nicht ganz zu Hause, aber am Bahnhof auf jeden Fall schon mal. Ja. So. War auf jeden Fall eine ganz coole Tour. War mega lustig. Wir sind relativ wenig gewandert, aber es hat trotzdem echt Spaß gemacht. Würde ich auch gerne mal wiederholen in dem Bereich dort hinten irgendwo, durch die Berge so ein bisschen. Ich gehe jetzt noch mal eben nach Hause, vorher noch mal, glaube ich, eben beim Rewe rein, obwohl, ja, was zu trinken kann ich auch später kaufen, erstmal nach Hause duschen und so, Sachen auspacken, ja, gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann kennt ihr ja Daumen und so, braucht man eh nichts mehr großartig zu sagen, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video, ciao!